Ich bin Axel Hake, ich bin bei der letzten Generation in Braunschweig, aber auch in Berlin. Wir sind im zivilen Widerstand gegen die Klimakatastrophe. Wir fordern die Regierung auf, den Klimaschutz umzusetzen, den wir hier brauchen in diesem Land, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Und dazu gehört heute auch, dass wir hier in Braunschweig gegen Lützerath demonstrieren, das heißt nicht gegen den Ort, sondern dagegen, dass RWE mithilfe der Polizei den Ort jetzt räumen wird, um dann die Kohle abzubaggern, um sie hinterher zu verbrennen. Und das wird wieder die Klimakatastrophe befeuern und wir wollen das verhindern. Wir brauchen jetzt Klimaschutz in diesem Land und deshalb ist es notwendig, dass alle sofort mit auf die Straße kommen und demonstrieren und in den Widerstand gehen, um alles zu verhindern, was die Klimakatastrophe weiter anheizt. Und das bedeutet in erster Linie nicht, dass wir sozusagen grün angemalten Kapitalismus bekommen, sondern dass wir jetzt sofort einsparen, was überhaupt nur geht, um den fossilen Wahnsinn ein Ende zu machen. Wir müssen aufhören, Kohle, Gas und Öl zu verbrennen und deshalb müssen wir auch sofort aufhören, in Lützerath die Kohle aus dem Boden zu holen. Jede Tonne Kohle, die im Boden bleibt, ist eine gute Tonne Kohle. Und deshalb ist Lützerath so ein großes politisches Symbol, so ähnlich wie das Tempolimit. Solange wir kein Tempolimit bekommen, sehen wir, dass dieser Staat, dass die Regierung in Deutschland nicht bereit ist, 100% Klimaschutz zu machen. Und das Gleiche sehen wir in Lützerath und deshalb ist es wichtig, dass wir darauf jetzt mit Demonstrationen in den Innenstädten, aber auch in Lützerath vor Ort aufmerksam machen.